Der Spielplatz hier im Stadtwald war über viele Jahre, ja man kann sogar sagen über Jahrzehnte, einer der Lieblingsorte vieler Krefelder Familien. Im Laufe der Jahre sind die Spielgeräte aber nun wirklich so richtig in die Jahre gekommen und das ganze Ensemble hier war wirklich nicht mehr zeitgemäß. Deswegen haben wir bei der Stadt Krefeld entschieden, dass wir das erneuern wollen. Aber nicht einfach nur vom Schreibtisch aus mal eben aufzeichnen, wie ein neuer Kinderspielplatz aussehen könnte, sondern wir sind auf die Krefelderinnen und Krefelder zugegangen. Und zwar insbesondere auf die ganz Kleinen, auf diejenigen, die ja hier später auch spielen sollen. Und so sind unter einer breiten Bürgerbeteiligung Ideen entwickelt worden, wie dieses Areal hier vom See zur Wiese hin im Stadtwald neu gestaltet werden kann. Und zwar einmal als Kinderspielplatz für die Allerkleinsten, aber auch mit Aufenthaltsflächen für die Krefelder Jugendlichen, die ja auch sehr gerne in den Stadtwald gehen und im Drumherum so, dass die Eltern sich auch wohl dabei fühlen können. Die Pläne haben wir gerade der Öffentlichkeit vorgestellt und ich muss sagen, das macht richtig Lust auf den kommenden Sommer, wenn dann hier alles fertig ist und die Krefelderinnen und Krefelder wie gewohnt die Anlage im Stadtwald genießen können und hier eine tolle Zeit verbringen werden. Der Spielplatz, der besteht aus verschiedenen Bereichen und zwar einmal aus diesem großen Kinderspielbereich, der unterteilt ist in einen Bereich für ältere Kinder, so ab 14 und in einen Bereich für kleinere Kinder, so von 6 bis 14. Und aber auch in diese zwei großen Jugendbereiche, Jugendbereich West und in den Jugendbereich Süd. Hier haben wir zum Beispiel in dem Bereich für die kleineren Kinder das große Highlight eines Wasserspielplatzes, der aus Bruchsteinen und eisartigen Findlingen gebaut wird, also ganz natürliche Materialien hat und dann auch sehr gut hier in die historische Parkanlage sich einfügen wird. Das ganze Miteinander ist auch ein wichtiger Punkt gewesen, was man auch hier bei dem Klettermikado hat, dass man praktisch nicht alleine auf so einem Gerät ist, sondern dass man im Grunde immer mit anderen Kindern ja auch gemeinsam im Wettkampf oder auch wie auch immer gleichzeitig miteinander spielt. Ich finde alle Bereiche spannend. Einmal diesen Kletterparcours finde ich sehr spannend. Das gibt es auch noch nicht so oft. Auch die Lage im Wald finde ich das sehr schön. Aber ich finde besonders schön natürlich auch dieses Klettermikado, weil das wird schön aussehen. Das hat einen naturnahen Charakter und weil da bestimmt immer ganz viele Kinder gleichzeitig drauf spielen werden.